Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Der Mann können wir wollten bei der Piranha-Geweihten das Holz abgeben. Brauchst du immer noch Holz? Hast du welches gefunden? Aber sowas von. Ja, das habe ich. Danke. Du weißt gar nicht, wie viele Seelen du dadurch gerettet hast. Nö, weiß ich nicht. Ich will mit diesem Holz nämlich den Schrein der Piranha wieder errichten. Okay. Das ist eine Idee. Ohne deine Hilfe wäre jeder Göttinnendienst dort vergiftet gewesen. Hier, nimm dies als kleinen Dank. Aber soll ich nicht petzen gehen? Ulef nichts davon. Oh, schade. Was passiert eigentlich am Quell des Lebens? Erstmal kommt Gammat hierher und inspiziert die Kranken. Ulef hat gesagt, Gammat lindert das Leid. Er ist ein Lügner. Gammat sucht sich die Kranken aus, die bald sterben. Die erklärt er zu Auserwählten und wirft sie mit dem Brimborium in die Grube. Und wieso glauben die Farnfelder an Gammat? Er hat einen Talisman, der den Kranken die Schmerzen nimmt. Aber Leid lindert er nicht. Er nicht. So. Haben wir irgendwelche neuen Infos? Ich weiß nicht, ob ich den Quell des Lebens bei ihr schon angesprochen hatte. Du glaubst wahrscheinlich nicht an die Wunderkräfte im Quell des Lebens. Hat Gammat seinen Talisman aus den alhanischen Ruinen? Früher war die Grube so etwas wie ein Boron-Anger. Ein Friedhof. Ich habe dort viele Farnfelder bestattet, bevor Borbarats Invasion alles mutieren ließ. Die Totengrube wurde von dämonischem Leuchten erfüllt. Und alle Bäume in der Schlucht zu den alhanischen Ruinen wurden zu tödlichen Greifarmen. Keiner wagt sich mehr dorthin. Hat Gammat seinen Talisman aus den alhanischen Ruinen? Möglich. Es wäre ihm zuzutrauen, dass er diese alte Magie für seine Zwecke nutzt. Dazu müsste er aber einen Weg zu den Ruinen gefunden haben. Vielleicht hat er den Talisman auch in der Grube gefunden. Er ist der Einzige, der je daraus zurückkam. Wie viele Farnfelder glauben eigentlich noch an Piraine? Gammat verbietet den Göttern zu huldigen. Darum hat er den Piraineschrein zerstören lassen. Ulef wacht über das Verbot. Aber der wird sich noch umsehen. Es lohnt sich nicht, ein Lakai des Bösen zu sein. Es ist schwer, den Glauben zu behalten, wenn man überall die Macht der Dämonen sieht. Überall in den Schattenlanden glauben die Leute, sie wären den Göttern egal. Die Seuche. Ein mächtiger Heilsbringer, der Schmerzen lindert. Gammat hatte leichtes Spiel. Man darf nicht aufgeben. Wenn der Glaube stark genug ist, wird die Seele auch gerettet. Niemand hat je versprochen, dass es einfach wäre. Was sieht da was mit? Ich bin auf der Suche nach... Sie. Gut. Dann haben wir es soweit erstmal bei der Dame. Wobei kann ich dir nun helfen? Ich will eine Suppe aus Wolfsechseneiern kochen. Lecker. Wolfsechseneier? Ist das dein Ernst? Die Suppe wird nicht besonders gut schmecken. Das meinte ich nicht. Muss man sich nicht vor den Eiern in Acht nehmen, weil sie giftig sind? Im Sumpf ist fast alles giftig. Man braucht viel Erfahrung, um das genauer einzuschätzen. Die grünen Echsen hier im Moor haben sogar giftigen Atem. Ich würde mich nicht mit einer anlegen, auch wegen ihrer harten Panzer. Wolfsechseneier? Die. Was bringt das? Ich werde die Kranken damit vergiften. Vorher spreche ich einen Piraine-Segen über sie. Ihre Seelen werden gerettet und nicht durch Gammats schreckliches Ritual in die Niederhöllen geschickt. Du willst Kranke umbringen? Feige mit Gift? Du bist eine Piraine-Geweihte. Du hast dich dem Leben verschrieben. Zum Leben gehört auch der Tod. Die giftigen Eier sind der einzige Weg, ihre Seelen zu retten, bevor Gammat sie dem Sumpf opfert. Keine Sorge. Ich töte nur jene, die fest an die Göttin Piraine glauben. Allen anderen ist ohnehin nicht zu helfen. Die Gelege sind im Norden, zwischen den Klippen.
Geh einfach an der Baustelle vorbei. Die Echsen sind schreckhaft. Darum greifen sie besonders schnell an. 3 Nester sollten genügen für einen Kessel Suppe. Hast du noch Fragen? Ja. Was meint Ulef denn zu dieser Heilmethode? Ich meine, er könnte euch den Zugang zu den Kranken verweigern, nicht? So weit ist es gekommen, dass ich für Treue zahlen muss. Ich weiß, aber das war arschig. Halte meinen Plan vor Ulef geheim und du sollst eine besondere Belohnung erhalten. Gut. Dann gehen wir mal. Zeichen der Kühnheit, okay. Ich glaube nicht, dass der schon wieder irgendwo einsetzen kann. Ich habe nichts mehr frei, leider. Was gibt denn das? Attacke plus 2. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut. Dann laden wir mal weiter. Hereine möge dich segnen. Können ja noch einen Auftrag das Holz abgeben. Kam gerade zur rechten Zeit, würde haben ich auch gleich noch einen neuen bekommen. Das Herein, ihr auch wollt gut. Etwas für Farnfeld. Ja, ja. Alles erledigt? Ich bin beeindruckt. Hier, die Belohnung. Und ich glaube, den anderen Auftrag haben wir auch schon, weil das sind die Söldner, die wir verkloppt haben. Doch nicht. Viel Glück. Dann gehe ich mal zum Händler, ob der vielleicht eine neue Schulterplatte für mich hat. Ich weiß, dass ihr etwas bei mir finden werdet. Der hat keine Schulterplatten. Schade. Was ist das denn? Nö, da bleibe ich doch bei dem, was ich habe. Okay, gut. Da wurde ich fertig. Ich will endlich ins Paradies. Baut. Okay, Zeremonie ist einfach nicht dasselbe ohne Masken. Ich schütze sie. Ach, nichts. Moment mal, überlegen, was hat denn der noch zu sagen? Was soll ich tun? Ich habe gesehen, wie Gendler mit euch sprach. Ich weiß, ach, sie hat wenig große für mich Zeremonie und Gamma ist übrig. Einfach nicht dasselbe ohne Masken. Oh ja, da spreche ich mal drauf an. Ist das ein Wunder, nachdem ihr ihren Mann umgebracht habt? Makras Tod war bedauerlich, aber er ließ sich nicht vermeiden. Wie ist er gestorben? Gammat ist für den Exodus schon einmal Zeremonie hier gewesen. Einfach nicht er war auf der Suche nach alhanischen Artefakten, als er Gendler und Makra begegnete. Sie herrschten über Farnfeld und verachteten den heiligen Mann. Gendler hatte sich schon damals in ihren Glauben verrannt und hetzte die Farnfelder gegen ihn auf. Und Makra? Gendler trieb ihn zum Äußersten. Die große Zeremonie er stürzte ist sich einfach auf Gammat. Nicht dasselbe ohne Masken. Der versuchte Makra zu beruhigen und hielt ihn fest. Ineinander verkeilt stürzten beide in den Quell des Lebens. Gammat wurde im Quell des Lebens erleuchtet und kehrte nach Wahrung zurück. Doch Makra fand den Tod. Seltsam, dass gerade Gammat vom Quell ausgewählt wurde und Makra den Tod fasst. Ein tragischer Unfall, der Gendlers Hass schürte. Sie konnte den Glauben der Farnfelder nicht mehr inspirieren. Doch Gammat kehrte zurück und er konnte es. Ganz toll. Gut. Sie pflegt jene, die kurz die vor dem Übertritt steht. Ist einfach nicht so groß ihr Hass auf uns auch sein mag, es ist gut, dass sie ihre Leiden lindert. Bitte geht zu ihr und seht, wie ihr den Auserwählten helfen könnt, die Bürde der Zeichnung zu tragen. Vielleicht könnt ihr so euren Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft leisten. Ach, die große Zeremonie ist einfach nicht dasselbe. Warum sollte ich nochmal zu Gendler? Bitte geht... Ich glaube nicht, dass wir das der jetzt nochmal bei ihr Mann bekommen, aber ich frage sie mal. Das Holz kam gerade zur rechten Zeit. Ich habe ja doch die Kranken alle schon geheilt. Hast du noch Fragen? Wo? Okay. Da kommt nichts dazu. Hereine möge dich einen kleinen Blick auf die Karte.
Gott, die Sachen sind alle hier. Da müssen wir denn über die Baustelle lang. Na gut. Das Holz kam gerade zur rechten Zeit, würde ich sagen. Der ist noch als Quest hier markiert, das verstehe ich nicht. Willkommen. Habt ihr noch? Hä? Aber vielleicht hat das Relevanz, wenn ich dann die Aufträge von ihr erfüllt habe. Ich euch jemals geholfen, Fremder? Dann gehen wir wirklich mal hier weiter. Holz fällt einfach so vom Himmel? In the wilderness. Aber wie gehen? Ah, mein Lieblingskunde, willkommen. Der Inquisitor aus Rissen. Na, was hast denn du dabei? Viel Zeug. Oh, 8 Trefferpunkte. Meine Fresse, das ist mal eine Erhöhung. Ein bisschen langsamer das Ding. Konsti plus 2. Schadenspunkte 2 hoch. Schon interessant. Und Geldhammer. Ich glaube, die ist nicht besser als unsere. Ne. Was hat er denn rüstungstechnisch? Vasallenhand mit Stacheln. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Schulterpanzer. Ja. Und ein wesentlich besserer noch dazu. Den gönne ich mir mal. Geht er des Meisterschmieds? Auch nicht schlecht. Nein. Knebelter Ring. Das brauche ich also nicht unbedingt. Aber die Waffe, da bin ich immer noch neugierig. Das hört sich wirklich, wirklich super an. Und ich kann es noch aufmöbeln. Nehmen wir. Wir haben's Geld. Was soll's? Nicht nachher sowieso bloß alles auf Kante. Wir müssen uns gleich mal ausrüsten mit. Das sieht schon gut aus. Der ist ein bisschen langsamer als die anderen, aber pff. Lache ich nur drüber. Hiebwaffenverbesserung ermöglicht Vergiftung von Hiebwaffen. Und das Ding gibt auch Vergiftung. Ich glaube aber, das Ding ist besser. Ich kann es bloß nicht einsetzen, verdammt. Kann ich das... Das wollte ich doch gar nicht. Den kann ich einsetzen. Jawohl. Prima. Und eine neue neues Rüstungsteil haben wir auch noch. Und da kann ich das Zeichen der Kühnheit einsetzen. Was eben auch mal 2 Attacke mehr gibt. Zack. Jawohl. Left, Leute. Left. Gut. Gehe ich gleich mal in die Charakterentwicklung noch rein. Machen wir mal, wenn es so schön günstig ist, auch ein bisschen die Konsti hoch. Ich gehe mal ein bisschen auf Parade. Jawohl, läuft, läuft, läuft. Dann. Sind wir richtig guter Grobschmied und vor allen Dingen Schlosserknacken sind wir auch super. Ihr seht, wir sind brillant. Und ich habe immer noch 700 Punkte über. Sehr schön. Gehen wir noch da mal was rein. Und wir haben immer noch Punkte. Intuition ist für was gewesen? Heilkunde. Ah, da bin ich eigentlich so schon nicht schlecht. Gehe ich doch tatsächlich mal in die körperlichen Attribute rein. Bisschen mehr Gewandtheit ist auch nicht doof.
Was ist das? Lebensenergie und das war Ausdauer. Immer noch Punkt Lebensenergie mit rein. Prima. Hier rechts nichts Neues. Ich bin da ein bisschen sehr. Nur Wuchtschlag, ne? Naja, Befreiungsschlag wäre nicht schlecht, wenn zum Beispiel lauter Gegner um uns herum sind, aber naja. Das geht auch so. Das übernehmen wir. Ich verkaufe noch schnell bei ihm hier die alten Rüstungsteile. Womit kann ich dienen, mein Freund? Das ist die olle Klinge. Bisschen was verhökern. Das brauche ich alles nicht. Dann das alte Armblech weg. Die lassen wir. Ich glaube, das brauche ich nur wirklich nicht mehr. Ja. Da ich es nicht so mit Dings hab, mit Tränken basteln, hau ich die Sachen jetzt mal alle schnell raus. Hat er kein Geld mehr oder was ist hier los? Hm. Wenn er pleite ist, ist er pleite, ne? Und wir haben 335 Dukaten, das ist so eine Unmenge an Kohle, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, das kriegt eine Abenteuergruppe in dem ganzen Rollenspielleben am Tisch Pen and Paper nicht zusammen. Ich sag aber an dieser Stelle, das war's erstmal für die heutige Folge. Macht's gut, ciao!